Herzlich willkommen hier auf dem Gutscheinrausch. Wir möchten euch heute das Tauchradar vorstellen. Das ist eine kostenlose App, die eine Verbindung zu der Datenbank taucher.net bietet. Von Nutzern für Nutzern. Nach diesem Prinzip geht dieses gesamte Modell. Als Taucher kann man seine Erfahrungen zu verschiedenen Seen oder auch zu Restaurants oder Shops oder Clubs teilen und andere können sich das dann anschauen. Verpackt in einem netten Design mit einigen Funktionen sieht das nämlich schon gar nicht so schlecht aus. Man kann nämlich mit einer Umkreissuche in unmittelbarer Nähe Seen finden. Man kann sich noch überlegen, wie weit möchte ich hier rausscrollen, sagen wir jetzt einfach mal so 250 roundabout Kilometer. Und starten einfach mal die Suche. Dort gibt es nämlich schon einige Ergebnisse. Denn auch schon in einer unglaublich nahen Entfernung findet man hier wirklich schon einige Sachen. Das ist jetzt gerade mal 13 Kilometer entfernt, 17, das hätte ich gar nicht gedacht, dass es so nah etwas gibt. Hier an den Icons erkennt man dann, welche Arten das sind von Suchtreffern. Da kommen wir gleich noch zu. Hier wird angezeigt, wie viel Kilometer es entfernt ist, gestaffelt nach Entfernung. Das nächste kommt ganz oben. Ganz oben gibt es aber noch die Premium-Partner, besondere Empfehlungen und sowas. Und hier rechts wird auch noch angezeigt, in welchem Landkreis sich das befindet. Manchmal aber immer wird angezeigt, in welchem Land und oft auch noch in welchem Bundesland. Klicken wir jetzt hier einfach mal drauf. Nordrhein-Westfalen, der Tauchladen Kirchlengern ist in diesem Falle also ein Shop, eine Basis. Und hier kann man sich dann auch noch ein paar Sachen zu anschauen. Die Internetseite, E-Mail, Anrufen, Route, das funktioniert auch ganz gut. Da geht man von der aktuellen Position aus und wird dann hingeleitet. Selbst mit dem iPod Touch funktioniert das über die Ortungsdienste. Das ist wirklich nicht schlecht. Schauen wir jetzt aber nochmal eins an, wo es auch ein paar Berichte gibt. Denn hier mit den Berichten, das ist natürlich immer besonders interessant. Die sind teilweise zwar schon recht alt, bei beliebten Badeseen aber auch sehr aktuell und neu. Und diese kann man sich dann anschauen. Wird natürlich über die Datenbank, über das Internet weiter geladen, aber dann kann man sich überlegen, falls man mehrere Seen im Ziel hat, wo möchte ich denn jetzt eigentlich hin? Es gibt noch einige weitere Funktionen. Man kann auch Rezensionen schreiben mit dieser App. Das funktioniert ab Version 2.0. Aber wir gehen noch mal kurz in die Einstellungen zurück. Hier kann man erstmal wählen, welche Bereiche überhaupt angezeigt werden sollen. Natürlich ganz beliebt Spanien, da ist es wärmer. Aber man kann auch das auswählen oder ausklammern, wenn man das nicht möchte und zum Beispiel nur Deutschland und England wählen. Weiter geht es dann auch nach den Suchtreffern. Hier kann man auch nochmal alle gut im Überblick sehen. Es gibt Basis, Platz, Schiff, Club, Hotel, Restaurant und Reiseagentur. Falls man also eine Reise plant, kann man sich hiermit auch schlau machen und den Weg zur Reiseagentur finden. Hier gibt es einmal die Ortung über die aktuelle Situation, aber falls man noch gar nicht im Urlaub ist, aber schon mal gucken möchte, was es dort gibt, kann man auch die Karte verschieben und nach diesem Punkt wird dann geortet. Funktioniert auch gut, hatte ich in der Vergangenheit auch schon einige Male genutzt. Das war es jetzt eigentlich auch schon wieder von dem Tauchradar. Die Funktion Radar funktioniert sehr gut, auch noch ein paar weitere Funktionen. Rezensionen können gelesen werden, erstellt werden, Fotos können angeschaut und hochgeladen werden. Was möchte man mehr? Weitere Informationen gibt es dann auf taucher.net oder wenn ihr euch direkt diese App ladet. Bis bald!